Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, meine erste Aufmerksamkeit, wenn ich ein neues Smartphone in den Händen halte, ist natürlich der Schutz des eigentlichen Smartphones. Also ich habe entweder eine Hülle oder man kann natürlich auch alles mit einem Skin zum Beispiel schützen. Normalerweise bin ich nenne es mal Hüllenträger, aber hier vor mir habe ich von Trading Shenzhen, vielen Dank dafür, die neuen Gecko-Skins, die im Trading Shenzhen Shop jetzt verfügbar sind für viele Modelle, nicht nur für Modelle, die es da im Shop zum Kaufen gibt, sondern zum Beispiel auch, das haben sie mir auch geschickt, für mein iPhone 11 Pro zum Beispiel, aber noch viel, viel andere, viel, viel weitere Smartphone-Hersteller sind da vertreten. Schaut da gerne mal vorbei, unten verlinke ich das natürlich alles in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir probieren mal ein Skin aufzubringen. Ich würde sagen, los geht's nach dem Intro, viel Spaß! Ja, Gecko Skins, ihr habt hier nochmal die Karte. Hier gibt es nochmal 5 Euro Cashback. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Der Erste, der den Hashtag hier eingibt, gewinnt, ja, oder kriegt 5 Euro zurück. Da schaut doch gerne mal vorbei. Und hier seht ihr das Smartphone. Hier das OnePlus Nord 2. Videos dazu findet ihr natürlich hier im i oder unten in der Videobeschreibung. Und hier nochmal alle Skins, die Trading Shenzhen mir zugeschickt hat. Die zwei hier für das iPhone 11 Pro, ja, für mein Dienst-Smartphone. Und hier nochmal einmal das OnePlus Nord 2 und hier einmal das OnePlus Nord CE. Wir machen heute das OnePlus Nord 2. Die schöne ist zwar auch eine schöne Farbe vom Gerät, aber ich möchte die Skins doch mal ausprobieren und das ist halt auch der Vorteil von solchen Skins. Ihr könnt die halt auch nach Belieben einfach wieder abziehen und ja, dann wieder die Originalfarbe und auch wieder die zum Beispiel Originalhülle hier Sandstone zum Beispiel wieder verwenden. Ja, natürlich müssen wir ein bisschen Werkzeug dazu haben und da haben wir hier einmal ein Werkzeug für den Skin dann fachgerecht aufzubringen. Den brauchen wir später und hier ist noch ein kleines Tütchen. Dann schauen wir mal da rein, was da noch drin ist. Ziehen wir mal auf. Hier kommt einiges hier raus. Das war's, glaube ich, jawohl. Hier einmal eine Spachtel zum, ich denke, Glattstreichen des Skins. Dann haben wir hier ein nasses Reinigungstuch, ein trockenes Reinigungstuch und natürlich so Aufkleber, mit dem man dann den letzten Staub und das letzten Fusselchen dann halt auch von dem Smartphone entfernen kann. Ja, den Skin selbst legen wir mal auf die Seite. Hier seht ihr auch noch vielleicht ansatzweise, aber da kommen wir auch später nochmal dazu, den Skin auch für auf den Kamerabump. Das machen wir dann später. Jetzt müssen wir das Gerät erstmal reinigen und dazu reißen wir das feuchte Tuch auf und fangen dann an, das Smartphone zu reinigen. Ich zumindest reinige mein Smartphone immer von innen nach außen, dass wir den Dreck dann nach außen bringt und es sich nicht immer wieder halt über das Gerät schmiert. Aber das hat halt jeder so seine Technik, denke ich. Gerade beim Kamerabump, da setzt sich immer nach gewisser Zeit so ein bisschen Staub rein. Aber den kriegen wir dann schon weg, um dann halt auch mit der anderen Seite den unteren Teil hier sauber zu machen und die Rundung vor allem, die muss auch sauber gemacht werden. Aber jetzt ist es ja erstmal nur der feuchte kleine Pad. Machen wir den Kamerabump und die Linsen auch gleich mal noch sauber. Die sind sowieso dreckig, sehe ich gerade. Und dann haben wir es, glaube ich, jetzt auch schon. Ja, ich bin gespannt. Es ist ja das erste Mal und das zweite Mal, dass ich einen Skin auf ein Smartphone aufbringe und ich habe schon damals Deep Brand, sagt bestimmt jedem was, probiert und das war gar nicht so einfach, da muss man mit Föhn arbeiten und so weiter und hier soll es eigentlich auch ohne Föhn gehen, aber man kann auch einen Föhn zur Verbesserung der Haltbarkeit, also der Haftbarkeit auch noch dazu nehmen. Hier habe ich irgendwas auf dem Smartphone drauf, das ist ein bisschen kräftiger, der Kleberest. Aber das kriegen wir auch ab. So, das war's mit dem feuchten Tuch. Das ist jetzt halt Müll. Ja, schade, dass halt nur ein Päckchen mit Zubehör dabei ist, weil ich habe halt 4 Skins, aber nur ein Päckchen. Also das feuchte Tuch ist jetzt verbraucht. Da muss ich mal gucken, dass ich da mal noch andere Tücher dann beibekomme. Aber das dürfte dann bei euch, wenn ihr euch einen Skin aussucht oder mehrere Skins aussucht, dann aber auch anders sein. Ja,
Jetzt haben wir es trocken geruppelt und zumindest habe ich optisch, sehe ich jetzt keine Fussel oder Schmutz mehr. Sollte man eigentlich auch viel öfters machen mit dem Smartphone. Dann holen wir jetzt hier mal noch so einen Staubentferner. Muss man dann immer so ein bisschen. Jawohl. So, und ja, ihr seht vielleicht in der Kamera, ihr habt hier nochmal kleine Fusseln jetzt nochmal drauf. Also, das ist ganz wichtig anscheinend hier mit dem Klebepad hier nochmal die Fussel dann zu entfernen. So, dann holen wir mal den Skin raus hier aus der Tüte. Ich bin echt gespannt. Ich habe mir die aussuchen dürfen, welche ich bekomme. Also auch nochmal vielen Dank an Trading Shenzhen für das Zusenden. Hier, das ist für den Kamerabump. Das mache ich es jetzt als erstes. Nein, ich mache es am Schluss, den Kamerabump. Und hier ist dann das für die Rückseite mit dem Ausschnitt der Kamera. Und dann hat man unten ja die Vorlage, dass man da anschließen soll. Und dann lege ich es jetzt mal drauf. Und dann schauen wir mal, wie wir das ausgerichtet bekommen. Also machen wir es doch so rum und legen das mal auf. So. Und dann kann man hier die Spachtel nehmen, schon mal leicht andrücken. Dann ziehen wir mal die andere Seite ab. So, nach gefühlt doch länger als ich gedacht habe, habe ich den Skin jetzt, glaube ich, so ganz gerade drauf bekommen. Ich drücke jetzt mal noch so die ganzen restlichen kleinen Bläschen raus und natürlich auch über den Rand drüber, weil das Smartphone natürlich gerundet ist an den Seiten und dann hält das nämlich auch schön an der Rundung hier fest. Ja, mit einem kleinen Föhn dann nochmal nachgeholfen und dann halten auch die Rundungen an den Kanten besser. So, jetzt versuchen wir mal noch dann hier der Kamerabump zu bekleben und dann legen wir ihn mal drauf und versuchen ihn mal ein bisschen auszurichten. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Und ich bin jetzt mit meinem Kopf im Weg. So, jawohl, sieht gut aus. Dann auch wieder ein bisschen festreiben. Ja, und somit habe ich den Gecko Skin, hier nochmal die Karte, den Gecko Skin von Trading Shenzhen, hier auf meinem OnePlus Nord 2 dann doch relativ einfach und ohne jetzt irgendwelche Bläschen aufbringen können. Also ihr könnt da mal schauen, es gibt ganz viel Auswahl, wie gesagt. Ich verlinke euch unten natürlich den Shop zu Trading Shenzhen, da schaut doch gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, das soll es gewesen sein zu diesem kurzen Skin-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!